Irgendetwas stimmt nicht in dieser Idylle, in Großeinland. Ein seltsam aus der Zeit gefallener Ort, der seinen eigenen Gesetzen folgt. Dorthin verschlägt es die Hauptfigur Ruth, die ihre Familiengeschichte erforschen will. Ich wollte eine Gemeinde schaffen, als würde man durch einen Kuchen durchschneiden und dann verschiedene Schichten sehen. Die Sedimentierung unterschiedlicher Geschichtsepochen in Österreich. Es ist eine abgründige Geschichte, die Raffaela Edelbauer in ihrem Debüt Das flüssige Land erzählt. Unter dem Ort breitet sich ein gigantisches Loch aus, das Großeinland zu verschlingen droht. Die Bewohner versuchen, den Hohlraum zu stopfen, die heile Welt zu erhalten. Das ist eine Metapher für eine Auslassung in der Geschichte, für ein bestimmtes Verhältnis der österreichischen Bevölkerung auch zu ihrer Landschaft, wo es auch ganz viel darum geht, dass wir uns als ein friedliches, alpenländisches Volk positionieren, das im Gegensatz zu Deutschland ja mit der unschuldigen Natur irgendwie kokettiert. Bei ihren Recherchen stößt die Hauptfigur auf ein Verbrechen. Zwangsarbeiter wurden zum Ende der NS-Zeit in Großeinland hingerichtet, Leichen im Hohlraum entsorgt. Die Tat aus dem kollektiven Gedächtnis gelöscht. Doch nun bröckelt das Erdreich. Das hat mich sehr interessiert, was passiert, wenn die Natur sich das wieder zurückholt. Und wenn eigentlich dieses ganze Grauen aus dem Untergrund kommt, um etwas herunterzuziehen. Wenn Geschichte verdrängt wird, gerät alles aus dem Lot. Ein Anti-Heimat-Roman, surreal und voll schwarzem Humor. Miku Sophie Kümel hat ihren ersten Roman geschrieben. Ihr Debüt, 300 Seiten schwer, handelt von einem Beziehungsgeflecht. Vier Figuren und ein Haus am See. Wahlverwandtschaften heute. Ein schwules Paar aus Berlin, ein Freund, dessen Tochter. Und ein Wochenende als Rahmen für ein intimes Spiel mit Lügen, Lust und Liebe, die unerwartet zu Ende geht. Dieses Vexierspiel so von Perspektiven, Wahrnehmungen, wie man Situationen und Erinnerungen interpretiert, wie unterschiedlich Erinnerungen und Wahrnehmungen sein können, das war was, was für mich ganz wichtig war. Irrungen, Wirrungen. Wer liebt wen oder wer wen nicht mehr? Unter den märkischen Sand hat die Autorin einen zweiten Boden eingezogen. Japanische Zen-Philosophie. Kintsugi. Wo kaputte Dinge mit Goldstaub repariert, wo Risse nicht verschwiegen, sondern ausgestellt werden. Aus vier Perspektiven setzt sie ihren Roman zusammen. Wie geht man mit Scherben, mit Brüchen um im Leben? So eine Herangehensweise, so dieses achtsame, vorsichtige Zusammensetzen mit Ruhe, mit Zeit, etwas wieder zusammenfügen, aber eben auch noch etwas hinzufügen, so dass es sich verändert, wertvoller wird und noch mal ganz neu erscheint. Und im zen-buddhistischen Sinne bedeutet Schönheit eher, dass man an etwas sehen kann, dass die Zeit vergeht. Scheitern, Brüche als Teil des Lebens. Davon schreibt Miku Sophie Kümel. Ohne Pathos, ganz leger. Was macht man, wenn man mit nicht mal 30 alles erreicht hat? Erfolg, ein dickes Auto, Frau, Kinder und sehr viel Geld. Im Mittelpunkt des Debütromans von Tonio Schachinger, Ivo, ein Profifußballer, der es in die englische Premier League geschafft hat. Wie kommt man damit zurecht, wenn es mit 27 schon dem Ende zugeht als Fußballer und dadurch irgendwie auch als Mensch, weil man sich halt darüber so stark definiert? Und wie geht man um damit, dass die Midlife Crisis im Ende der 20er stattfindet und nicht mit 45, wie das vielleicht normal ist? Als Ivo die rote Karte sieht, hat er viel Zeit zum Nachdenken. Über seine Karriere, die irgendwie stagniert, über seine Ehe und seine Affäre und darüber, wer er eigentlich ist. Mein Protagonist ist Wiener. Das heißt, da ist schon mal eine Entfremdung zwischen den Wienern und den anderen Österreichern. Und dann ist er Wiener mit Migrationshintergrund. Das heißt, er ist jemand, der sich permanent rechtfertigen muss dafür, wie seine Identität sich konstruiert. Es ist auch kompliziert. Ivo ist österreichischer Nationalspieler, hat bosnische Wurzeln und lebt in England. Eine Figur zwischen unreifem Macho und Rebell, der das Business durchschaut und im goldenen Käfig feststeckt.
Ich fand es spannend, eine Welt zu beschreiben, die wir uns alle nicht vorstellen können, wo man eben sehr viel Geld verdient und sehr unter Druck und sehr unter Beobachtung steht die ganze Zeit und rauszufinden, was macht das mit einem Menschen. Schnörkellos und unsentimental erzählt, nicht wie ihr, von Entfremdung und Einsamkeit. Wie weit der Weg vom Feld in den Kabinengang ist, merkt man erst, wenn man ihn alleine geht. Es sind die Bienen, mit denen es beginnt und endet, die alle Schicksalsschläge, die Jahrtausende überdauern. Norbert Scheuers Roman erzählt von den Zeitläufen, wo das Kleine so bedeutend ist wie das große Ganze. Es geht um Egidius Arimont, Imker, Epileptiker im letzten Jahr des Zweiten Weltkriegs. Während die Alliierten Luftangriffe fliegen, rettet er Juden vor dem Terror des Naziregimes. Wenn man diese Parallelität sieht zwischen einem Bienenstaat, der auch in gewisser Weise totalitär ist, aber sehr friedlich, und auf der anderen Seite das Nazi-Regime, was totalitär ist und aggressiv. Und es wird am Ende ein absolut anarchischer Zustand, in dem es im Grunde nur noch ums nackte Überleben geht. Norbert Scheuers Roman, ein Kriegstagebuch und zugleich ein Blick zurück ins Mittelalter, als ein Mönch die Bienen in die abgelegene Region Eifel bringt. In dieser Geschichte hängt alles mit allem zusammen. Menschen, Liebe, Krieg und Natur, kunstvoll ineinander verwoben. Norbert Scheuer entwirft seinen ureigenen Eifelkosmos. Ich habe nichts anderes. Es käme mir nicht in den Sinn, jetzt plötzlich einen Roman zu schreiben, der in New York spielt. Was bedeutet Herkunft? Welche Rolle spielen unsere Wurzeln? Und was hat der Roman mit dem Autor zu tun? Früher habe ich immer auf solche Fragen geantwortet, das hat überhaupt nichts mit mir zu tun. Aber mittlerweile sage ich, es hat nur mit mir zu tun. Aber auf eine ganz eigentümliche, verrätselte Weise. Norbert Scheuer. Er schafft unaufgeregt im Allerkleinsten ein ganzes Universum. Wo kommt ein Mensch her? Was entscheidet über seine Herkunft? Die Gene, die Geburt, das Glück? Ist Herkunft nicht einfach Zufall? Herkunft ist Zufall und dieser Zufall prägt halt einfach sehr extrem. Also mir war schon klar, dass das eine unveränderliche Tatsache der Geburt mit sich bringt. Diese Geburt fand irgendwo statt und man ist durch diese Geburt für die anderen auch immer jemand. So. Sascha Stanisic reist in Herkunft an seinen Geburtsort, an die Drina in Visegrad, Bosnien. Zu seiner Großmutter, deren Erinnerungen er einfängt. Zurück ins Jugoslawien Titos, das in den 90er Jahren auseinanderfällt. Nationalismus und Krieg zwingen die Familie zur Flucht über eine Grenze, die heute geschlossen ist. Es war mir wirklich ein Anliegen, mal in meine Biografie zu schauen und die Biografie meiner Familie und zu schauen, was dort für Geschichten lauern. Aber die Gegenwart reicht immer hinein. Und wenn wir heute fliehen würden, die gleiche Route nehmen würden, meine Mutter und ich, dann würden wir von einem Stacheldrahtzaun enden, in Ungarn irgendwo. Und das ist hart. Der Zufall führt ihn nach Heidelberg. Inbegriff deutscher Romantik. Ausgerechnet eine Tankstelle wird für ihn und seine Freunde zu einem Ort, an dem Herkunft nichts Trennendes hat. Wir durften dort alles sein. Wir durften auch in diesen Geschichten, die wir dort erzählt haben, alles sein. Und es gab so gut wie keine Konflikte. Das war wie so eine unausgesprochene Regel, hier nicht. Ja? Vielleicht woanders, aber hier nicht. Stanisic spielt mit dem Zufall, lässt den Leser über das Ende mitentscheiden. Das Buch wird zum Abenteuerroman. Irgendwo zwischen Wahrheit und Erfindung. Berlin nach dem Mauerfall in den 90er Jahren. Eine Insel der Freiheit und des Exzesses. Hier beginnt der Roman von Jackie Thome. Ihre Hauptfigur Mick rauscht durch die Nächte, Clubs und Betten. Ein Frauenheld, ein Nachtleben-Desperado und er ist schwarz. Aber das ist hier egal. Es ist ein Milieu, in dem er behauptet, es war zu keinem Zeitpunkt so egal, woher er kommt oder woher man überhaupt kommt, als in dieser Zeit und mit diesen Leuten. Und das macht es natürlich auch für ihn so reizvoll. Mick ist einer von zwei Brüdern, die einander nicht kennen. Beide sind in der DDR aufgewachsen.
Der andere, Gabriel, lebt in London, ein Star-Architekt, auch er schwarz. Sein Leben das genaue Gegenteil, strebsam, karriereorientiert. Ihm folgt die Erzählung durch die Nullerjahre. Was die Brüder verbindet, der abwesende Vater. Ein Senegalese, der in der DDR studiert hat. Er hinterlässt ihnen die Hautfarbe und die ständige Frage nach der Herkunft, die für sie selbst gar keine so große Rolle spielt. Was sie gemeinsam haben, ist, dass beide aus ihrer Kindheit überhaupt kein Drama machen. Es gibt einfach sehr, sehr wenige Happy-Rama-Familien. Und wenn man das einmal begriffen hat, ist es viel leichter, sich mit seiner eigenen Geschichte zu arrangieren. Jackie Tome schreibt ohne Pathos und ohne zu bewerten. Über zwei Brüder und die Frage, wie wir zu den Menschen werden, die wir in der Mitte unseres Lebens sind.